Minecraft, herzlich willkommen zur nächsten Folge Sky Factory. Da fehlt ja noch was. Da fehlt noch was. Wie komme ich denn da runter? Gar nicht, glaube ich eigentlich. Aber das ist natürlich ein Versorgungsschacht. Und deshalb kriegt er hier noch. Elevator. So. Und jetzt können wir da hinten noch das fehlende Bodenstück einarbeiten. So, ich glaube, das war's. So, heute werden wir uns mal wieder ein bisschen um den Bau von der Base kümmern. Und dazu brauchen wir noch Nether Bricks. Ich habe jetzt schon mal nachgeguckt. Nether Bricks. Ja, für Nether Bricks brauchen wir Netherrack, den wir brennen müssen zu Bricks. Und Netherrack kriegen wir durch Lava und Redstone. Darum habe ich mir gedacht, bauen wir hier das um, aber jetzt noch einen Gedanken, dass wir das gleich richtig umbauen. Hier kommt Netherrack raus, dann brauchen wir einen Ofen, aber dann brauchen wir auch Strom. Aber das kriegen wir hin. Strom ist nicht weit weg. Dann brauchen wir einfach nur was zum Brennen. Nehmen wir einen Alloy-Smelter, der ist einfach gut. Basic gebesserter. Bam, 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 bam. Kupfer. Und Redstone. Können wir einfach mal so machen. So, und dann brauchen wir hier das und Eisen. Cobblestone habe ich hier nie vorrätig, das ist ein bisschen ungeschickt eigentlich. Oder haben wir da noch Öfen? Zwei haben wir noch. Das ist gut. Ein Crucible und das war's, glaube ich schon. Jawohl. Gut, dann die Kiste mit dem Obsidian tun wir mal hier hin. Doch eins daneben. Dann zackt mir hier nämlich Strom ab. Das sind die falschen. Von den großen habe ich gar keine mehr. Ist aber nicht so schlimm. Wir machen das so. So. Dann brauchen wir noch Item Conduits. So,
Den stellen wir hier hin, der kriegt jetzt schon Strom. Hier machen wir Insert. Und das, was hier rauskommt. Ja, das passt. Und dann brauchen wir das Fass. Hallo? Da oben, aber da ist noch kein Platz. Brauchen wir noch ein paar von den Conduit-Fassaden. So, hier sind wir noch dabei, immer noch ein bisschen Glas zu produzieren. Wie viele Fassaden brauchen wir denn? Ich glaube 8 oder 9. Wir bauen jetzt einfach mit dem, was wir haben, dass wir das Ganze hier mal starten können. Ja. Haben wir jetzt natürlich gar nicht mehr. So. Ach, passt sogar. So. Nee, hier ist Extract Always. Hier ist Insert. Dann können wir das Barrel oben drauf stellen. Konfigurieren. Output nach oben. Gut, und jetzt, warte mal. Brauchen wir ja eigentlich nur noch Redstone oben drin und dann sollte das funktionieren. Netherrack? Netherbrick? Ah, Moment. Das hier passt. Dann brauchen wir hier wieder einen Crafter. Dann müssen wir das so bauen. Hey, Crafter. Dazu brauchen wir ein paar Crafting Table. Das sind zu wenige. Nein, das erste Mal, dass wir keine Redstone Torch haben. Nicht genügend, nicht genügend, muss ich dazu sagen. So, dann kommt da noch das mit dem Lapis und dem Gold und dem Eisen rein. Verdammte Axt. So, jetzt aber passt's. So. Der kriegt hier Nether Bricks und die Nether Bricks macht er zu Bricks. Und dann gehen die per Item Conduit nach oben.
So passt die Sache. Ist jetzt natürlich noch ein falsches Bodenelement drin. Das mit der Lava ist ein bisschen doof. Findet immer wieder irgendwelche Fehler, die man irgendwann mal gebaut hat. So. Dauert natürlich alles so lange. Jetzt bin ich gerade mal überlegen, was wir hier schneller machen könnten. Wir bräuchten hier noch mal sowas hier. Crucible. Den hier. Oder haben wir davon noch? Ich glaube ja nicht. Nee. So, wie ging der jetzt? Den müssen wir jetzt brennen. Muss ich mir nur irgendwas überlegen, damit es hier alles reinpasst. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht, dass hier schon Ende ist. Eimer noch da. Also wir brauchen auf jeden Fall mehr Lava. Fluid Conduits. Das hier nervt gerade ein bisschen. Das ist die Obsidiankiste. Kann man nicht so einfach abbauen. Dann ploppt uns das ganze Zeug raus. Ach, das ist eine Leiter.
So. Nein, das wollen wir nicht. Ich will nur den Eimer hier haben. Ja, wir müssen jetzt hier noch mal alles umbauen. Das können wir lassen. Hier 30 Teile hin oder 4. Ah, 3. 3 Crucible kriegen wir hin. Dann muss hier das hin. Kommt hier drauf. Oh. Fluid Conduit Insert. Dann können wir das ja schon wieder verstecken. Das hier vielleicht noch nicht. Lava müssen wir noch generieren. Machen wir den hier nochmal weg. Ja, wir können ihn dran lassen, aber ohne dass was geschieht. So. So, wir ziehen jetzt alle raus. Gut, was wir jetzt vergessen haben, ist die Lava unten drunter. Dann kommt das Barrel wieder oben drüber. Wenn ich es finde, den Dolly. Moment. Deshalb haben wir hier zwei Frühstück.
zwei Barrels gemacht, dass wir die hier einfach austauschen können. Na, dann flutscht es nämlich einfach da rein. Hier sind 256, hier sind bloß 64 Stacks Platz. Das müssen wir noch machen. Jetzt brauchen wir hier noch mal zwei Eimer Lava. Wir brauchen nämlich viel mehr Netherrack. Die können wir schon wieder verstecken. Was ist denn da los? So. Das wird jetzt natürlich ein bisschen gefährlich. Ich hoffe jetzt bloß, dass es dann auch wirklich klappt, nicht dass der das Barrel hier mit warte mal, wir machen den hier weg. Wir machen den hinten dran. Lass mal einfach sicher gehen. Das nicht. Hallo? Ah, jetzt. Aber jetzt muss ich den ja noch irgendwie konfigurieren. Der Itemkonduit ist voll mit Lava. Ach, Schande. Eben hier rein. Das muss ja wohl irgendwie funktionieren. Geht aber nicht.
dann kann ich es auch gleich da lassen. Okay, dann probieren wir es einfach. Insert. Achso, da unten ist noch nicht konfiguriert. So, hat mal wieder länger gedauert, wie ich eigentlich dachte. Okay, der kriegt hier Lava. Also es scheint zu passen. Die sind alle mit Cobblestone voll. Es wird schon gehen. Also hier haben wir noch eine Lava. Falls es irgendeinen Einfluss noch hat. Bin mir aber nicht sicher. Melting Speed ist bei allen. Melting Speed ist bei allen bei 2. Genau. Also ist es bei allen gleich. Und hier füllt sich die Lava. Das heißt, es passt. Wir haben umgebaut und haben hier jetzt eine. Netherrack, Netherbrick Fabrikation. Das lassen wir einfach durchlaufen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, Minecraft.